Herzlich willkommen zu einem Geobastards Letterbox Spezial. Ich habe im letzten Jahr so viel Post bekommen, die habe ich natürlich angesammelt und die werde ich euch jetzt vortragen. Viel Spaß dabei. Hallo. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geobastards. Also Folge will ich es nicht nennen, ein Letterbox Bonus. Und erstmal machen wir einen Cash. Ne? Ja. Erst ein Cash, dann lesen wir eure Fanpost vor. Mel übernimmt die Kamera. Ich muss nämlich da hochklettern. Und Günther wartet da. Du bleibst da, Günther. Also, mein Papa muss hochklettern, weil der ist ganz schön weit oben. Zeig ich euch mal. Da oben ist er irgendwo. Mein Papa klettert gerade schon. Und er hat es nicht bald geschafft. Ruhe! Ich bin ja auf dem Neckar. Warum zu heulen? Papa hat es bald geschafft! Kommen wir erstmal zu den sogenannten Kurzloks. Da haben wir hier so braune Pappstreifen von der Energy-Pudde von Inhu. Der hat am 16.09.2019 gelockt. Ja, das sind die Kurzloks. Dann haben wir hier 31.07.2019, 15 Uhr, Bahn. 21.07.2019, 15 Uhr, GC-Name. 4 Eich PM. Thanks for the Letterbox, mal etwas anderes zum Kurzbesuch in Fürstenwalde. Schattiop und Hallo Lee. Hier haben wir Yoga, Biene und Romek. Wir hatten viel Spaß an deinem Cache und Videos. Herzlichen Dank und Grüße aus Berlin-Spandau. Von... keine Ahnung. Also irgendjemand aus Spandau hat gelockt, das kann ich leider nicht mehr lesen. Den Namen. Dann haben wir hier, oh Gott, Zibrakzidizidz64 und Bubikludek26. Ja, das sind wahrscheinlich Polen oder so. Schöne Grüße, Nastrowie. Freak303 hat gelockt. Dann haben wir hier Igmator. Gerade die MOT-Runde gemacht, echt empfehlenswert. Ja, die MOT-Runde in Fürstenwalde kann ich euch auch nur empfehlen. Männer und Technik. Dann haben wir hier, danke für die Box, Mimi nicht. Oh Gott, also ey, wirklich, ohne Scheiß. Ich kann so eine, ich möchte es nicht Sauklaue nennen, aber er schreibt, wie er will, aber kann ich den Namen nicht vorlesen. Mimik, Mimik und irgendwas. Da sind halt Codeslots hier. Viel Spaß beim Ausfüllen, das Glenn. Okay, hier ist ein Urlaubsschein, den ich ausfüllen kann. Machen wir mal wie hieß der nochmal? Mixi TV, hier, da, Urlaubsschein zum Ausfüllen. Danke für den Urlaubsschein. Und The Pinky Krause 1 hat auch gelockt. Und da ist noch ein TB-Code drauf, ZYF1F1. Falls ihr den TB loggen wollt. ZYF1F1. Das sind die Kurzlogs gewesen. Und Papa hat es geschafft, Bart. Da in der Ritze dort. Ja. Kriegt den Fuß noch nicht mehr so hoch. Wie sehr hat er es geschafft? Weil er ist ja auch ein Kescher. Papa? Ja? Kommst du jetzt wieder runter? Warte, ich muss noch stempeln. Ich kletter euch zweimal hoch. Ich schreibe uns rein, okay? Okay. Schwer zu schreiben, weil ich muss mich am Baum festhalten. Günther heult dort gerade. So, ich habe unsere beiden Namen reingeschrieben. Okay. Günther! Günther! Günther heult nur. Das ist ja schon fair, dass Papa hochgeht, weil ich hatte gestern schon Sport. Und jetzt hat er Sport. So, reingezoomt. So. Ja, den hätten wir. Ein sportlicher Cash von Bud Sidewinder war der. Also jetzt kommt... Briefe vorlesen, genau. Dann geht's los, wa? Ja. Mel hat gleich einen ganz tollen Brief am Anfang rausgesucht. Von Aiton. Bei Aiton oder Aiton... waren wir schon mal auf dem Kescher-Treffen. Das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. In Weißwasser an der Lausitz. Ich habe dich jetzt von Papas Geburtstag
bekommen. Genau, Nell noch mal so als Hinweis, Nell ist jetzt ein TB. Für einen Kescher reicht es noch nicht, sie ist noch zu klein, um Kescher zu sein, aber sie ist schon mal ein Travelbug. Und auch bei dem sieht man sogar alle Caches, bei denen sie schon zusammen mit mir war. Da hat schon ordentlich Kilometer auf dem Buckel. Ich war schon 8 Kilometer, 6 Kilometer, mehr weiß ich nicht. Genau, das ist die Strecke, die Nell schon selber laufen kann. Nell schafft schon ganz alleine, ohne getragen zu werden, 8 Kilometer. Lesen wir mal den ersten Brief vor. Und bei dem Brief war sogar noch ein TB dabei, sowas, was du auch bist. Also der TB war mit bei dem Brief. Der war sogar richtig toll mit Wachs rangeklebt, also sehr authentisch. Das ist sehr tolle Bastelei. Da ist eine kleine Figur drauf. Aber wir lesen mal vor. Hallo Geobastards. Da du bei unserem Event in Weißwasser gewesen bist, machen wir, Elton und Raseki, mal einen Gegenbesuch. Als Geschenk überreichen wir dir einen TB direkt von einer Dame vom Hauptquartier. Aha, Hauptquartier ist in Amerika. Da wurde Cashen erfunden. Und von da ist er. Ja. Ja. Viel Spaß und beste Grüße. Schöne Grüße zurück an Elton und Raseki. Vielen Dank, vor allem einen wirklich sehr schöner Brief, ne? Wie eine verbrannte Schatzkarte. Und vielen Dank für den TB, der wird dann bald mit uns weiterreisen. Was jetzt haben wir? Nehmen wir den da. Den hier? Okay. Oh, was haben wir hier? Was steht da? Kannst du das schon lesen? Das hier? Ja. Born to. To? To? Ja, das ist Englisch. Born to. Be. Be. Wild. Wild, genau. Also born to be wild. Wie der Song. Born to be wild und da drauf. Wild. Genau, born to be wild. Und da drauf ein Mann, der einen Strauß reitet. Und der Brief ist von Daisy und Linus und Kami 1. Die habe ich sogar schon mal getroffen. Da steht der 1. Genau, das Kami 1 war ein Mann gewesen. Der hat mit dem Cashen angefangen, weil er damals mit seiner Tochter immer so gerne spazieren gegangen ist, hat er mir mal erzählt. Und Daisy und Linus habe ich beim Interview, glaube ich, unterbrochen in meiner ganzen Hektik. Die hat nicht so viel erzählt, die Dame. Ja, schöne Grüße. War schön, euch beim Brocken getroffen zu haben. Und ich lese jetzt erstmal vor hier. Hallo Olli, coole Idee mit der LB. LB heißt Letterbox. Haben gerade dein Video zum Angelbau gesehen. Sehr witzig. Genauso wie wenn Harry Hunger Borsch kocht. Harry Hunger kenne ich gar nicht. Hä? Kennst du Harry Hunger? Zwei Dinge sind am Borsch schwierig. Erstens ihn auszusprechen und zweitens ihn zu essen. Was die Aussprache betrifft, so kommt darin zweimal Sch vor. Und so schmeckt er. Also Borsch ist Borsch, 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 Borsch. Borsch ist eine Fischsuppe. Ja, ich weiß, ich mag auch keinen Fisch. Vielen Dank an Daisy und Linus und Kami 1 für die schöne Postkarte. Wir mögen beide keinen Fisch. Aber ob Günther Fische mag, das weiß ich nicht. So, was haben wir hier? Oh. Das ist die Welt. Ja, das ist sehr viel ausgedrucktes Papier. Sehr viel. Also hier haben wir eine ganze Beschreibung für einen Earth Cache, die finde ich ja so toll. Nein, Earth Cache finde ich sehr langweilig, weil beim Earth Cache, ich bin noch verwirrt von Borsch. Also wir haben hier ausgedruckt ganz viele Seiten mit der Beschreibung eines Earth Caches. Wir empfehlen Petrologie im Treptower Park. GC4TCHQ, falls ihr Fans von Earth Cache seid. Da ist sogar eine Katze oder ein Wolf. Genau, falls ihr Fans von Earth Cache seid, könnt ihr die unter den gerne aufsuchen. Ich finde die Dinger sehr langweilig, weil man da halt nichts zu suchen hat so richtig. Also man muss halt irgendwie Fragen beantworten über Steine. Das ist nicht gerade spannend für mich. Und die Cash-Empfehlung und der Log hiermit kommt von Team Kreuz, meinen alten Rivalen aus der Homezone. Team Kreuz waren früher die, mit denen Heike mal Wettrennen gemacht, wer jetzt erst einen Cash findet. Team Kreuz, Tequila 99, Madame Office, Wilk 13 und Chia Zucchini. Ja, hiermit schöne Grüße zurück. Haben hiermit die Letterbox gelockt und ich glaube, ihr wolltet mich damit foppen. Und habt ihr gedacht, ich lese das alles vor, aber ich werde jetzt nicht die ganze Cash-Beschreibung von dem Earth Cache vorlesen, das könnt ihr vergessen. Papa, Papa, Papa halt. Jungs halt. Das ist ja schon richtig. Das ist ein richtiger Brief. Lieber Geobastards, nun schaffe ich es endlich mal, einen Brief an deine Letterbox zu schreiben. Die Anschrift zu ermitteln ist doch gar nicht schwer. Ein Klassiker, D1. Das schreibe ich jetzt, ohne zu wissen, ob der Brief ankommt. Haha.
Ich schaue deine Videos seit der ersten Stunde und liebe die Kreativität. Da steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Da kannst du dir nicht vorstellen, wie viel Arbeit. Aber deswegen wird sich jetzt auch bei Geobastards ein bisschen was ändern. Ich werde versuchen, kürzere Videos zu machen. Weil gerade jetzt zum Staffelfinale der letzten Staffel war halt einfach zu viel. Wenn man da wirklich halbe Stunde Videos schneidet und das so knackig wie möglich, hat man echt einen Haufen Arbeit. Also das Schneiden ist wirklich schwer. Ne? Also, na, immer das Schneiden von den Videos, wie oft ich da mal vorm Computer sitzen musste, nervt doch. Da muss man immer wiederholen, einfach nur So, wo war stehen Sie? Da steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Höchsten Respekt, vielen Dank. Und dort, schön, dass es mal einer zu schätzen weiß. Toll ist auch die persönliche Note. Da ich selber eine kleine Tochter im selben Alter habe und ich mit ihr auch gerne unterwegs bin, freue ich mich immer sehr über diese Filme. Geocachen ist Therapie. Das kann ich bestätigen. Siehst du, er hat auch eine kleine Tochter. Wen hab ich denn? Wer ist denn meine kleine Tochter? Ich? Meine kleine TB-Tochter? Meine kleine TB-Tochter? Mein kleiner TB. Du bist mein kleiner TB. Ja, du bist mein kleiner TB. Nein, Günther. Nee, Günther ist auch ein TB. Fragen habe ich keine. Mach weiter so. In Klammern, oh doch, siehe unten. Beste Grüße aus dem Norden, Schleswig-Holstein. Ach, das ist da, wo wir durchgefahren sind, wo wir nach Dänemark gefahren sind. Da kommt der Kescher her. Von Pille 1887. Schöne Grüße, Pille. Pille. Ja, Pille 1887. Und seine Frage, habe ich es richtig verstanden, darf, dass ich jetzt loggen darf? Genau. Also, jetzt kannst du loggen. Die Letterbox. Schöne Grüße an Pille 1887. Oh. Auch schön, wa? Aber ich nehme erstmal den hier. Der war hier drin, siehst du? Von Aurora Wandert. Aurora, sag ich doch, es gibt eine Prinzessin, die so heißt. Hallo, Geobastards. Ich cache erst seit einem... blau oder rosa Kleid. Okay, willst du jetzt auch fertig gehen? Du unterbrichst mich die ganze Zeit beim Vorlesen. Ich will auch vorlesen. Also quatsch mal bitte nicht dazwischen. Du kannst reden, wenn ich aufhöre, okay? Machen wir so. Okay. Hallo Geobastards, ich cache erst seit einem Jahr und schaue regelmäßig deine YouTube-Videos an. So habe ich schon einige Ideen zu Verstecken mitnehmen können. Das ist sehr schön, dass mal jemand sieht, dass ich diese Videos auch mache, um welchen, die in der Gegend sind, wo es nicht so viele Caches gibt. Bla bla bla. Inspiration zu geben, für eigene Caches, Ja, ist gut, okay, ich höre auf so viel zu quatschen. Neulich entdeckte ich ein älteres Video zu deiner Letterbox und dachte mir, ich versuch's auch mal über den Postweg. Funktioniert. Es wäre ganz toll, wenn du mir auf geocaching.com eine Nachricht zukommen lassen könntest, wenn mein Brief, sprich der Log-Eintrag, eingetroffen ist. Würde mich sehr freuen. Also, das habe ich schon gemacht, ne? Kann ich auch gerne bei jedem machen, immer schön Nachrichten schicken, wenn die Post angekommen ist. Aber bis jetzt ist eigentlich nur jeder Logbrief immer angekommen. Der Postbote weiß auch Bescheid. Hier unten haben wir noch eine Frage. Hast du eigentlich von Anfang an beim Geocachen gefilmt oder hattest du schon viele Caches gefunden und erst dann gedacht, dass du einen YouTube-Kanal dazu gründen kannst? Gruß von Aurora, Nickname Aurora Wandert. Nee, von Anfang an habe ich nicht gefilmt, also ich habe nicht mit dem Cachen angefangen, auf Grundlage, dass ich dazu Videos mache. Die Idee entstand erst in 100 Jahren. Alter, bist du jetzt hier der Batti, der immer irgendwelche doofen Kommentare am Rand gibt? Ja. Nee, die Idee kam mir... In 100 Jahren. Die Idee kam mir erst, als ich mit Paula mal cachen war. Und ich habe mir Geoamt gerne früher angeguckt. Also wenn man mit Cachen anfängt, möchte man natürlich auch cachen, wenn man abends im Bett liegt und noch ein bisschen YouTube guckt. Und da habe ich mal gegoogelt, was für Typen so YouTube-Videos machen über Geocaching. Und habe halt nichts so gefunden, was mich so richtig angesprochen hat, außer Geoamt. Ich war auch so ein Typ, der gerne das Wort SCH sagt, so Weke, ne? Der sagt Scheiße. Und deswegen habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Und Paula hat mich dazu inspiriert und hatte die Idee, dass wir halt einfach mal filmen. Die war ja in dem ersten Video noch dabei und da war so um meinen 300. Cache rum, da haben wir angefangen zu filmen. Und seitdem macht es sehr viel Spaß und hat mein Leben wirklich bereichert. Nicht nur das Geocaching, sondern auch das Filmen. So, nächster Brief. Ja, endlich. Ich nehme den. Der passt, weil der Brief ist von Bo und Bud Sidewinder. Bud Sidewinder ist der... Ich weiß, wer das ist. Genau, das ist der hier den Cache gelegt hat. Also aber guck mal, hier ist einmal der Lok von Bo. Bo ist der kleine Sohn von Bud Sidewinder. Also den nimmt er auch mal mit zum Cachen. Der Bo hat den Brief geschrieben. Ist eine ganz komische Handschrift, kann ich nicht lesen. Aber okay. Ode. Ode ist, glaube ich, so weit wie du nicht. Ode ist ein kurzer Reim. Ich. Ode an den Wolf.
Warte, jetzt unterbrech mich mal bitte nicht, okay? Ich will das jetzt ordentlich vorlesen. Der Wald ist grün, der Wolf ist blau. Der Olli spoilert, wir wissen's genau. Wir finden's nicht schlimm und steht nichts anderes im Sinn. Wer will's sehen, muss auf YouTube gehen. Wir heben unsere Hand und winken dem Wolf zum herzlichsten Dank. Liebe Grüße, der Kescher Bo und Bad Zeitweiner. Sehr schönes Gedicht. Der Wolf, der Wald ist grün, der Wolf ist blau. Ist das eine Anspielung darauf, dass ich manchmal Party zu gerne mache? Blau ist kein Wolf, da kann grau sein oder nee, keine Ahnung. Ja, genau, aber wenn man blau sagt man auch, wenn man ein bisschen so quatschig im Kopf ist. Wenn Erwachsene Alkohol trinken und dann betrunken sind, dann sagt man manchmal, Mann, bist du blau. Danke für den schönen Reim, Bud Sidewinder, und auch einen schönen Gruß an deinen kleinen Jungen, den Bo. Hier haben wir die nächste Postkarte von Modderlieschen und Vize 99. Schöne Grüße. Moin Oliver, nach Besuch des Gigas stand diese Oliver Letterbox... Ist mein Papa. Genau. Nach Besuch des Gigas stand diese Letterbox, wie schon angekündigt, auf dem Programm. Als große Fans deines YouTube-Kanals... Als große Fans deines YouTube-Kanals irgendwie ein Must-Have. Mach weiter so. Liebe Grüße von Modderlieschen und Vize 99, Denise und Frank. PS, bist du wieder beim Brockenfrühstück dabei? Ja, den Brief lese ich jetzt zu spät vor. Der war nämlich in der Letterbox, als das Giga-Event in Berlin stattgefunden hat, Hauptstadt der Spione. Dazu gibt es auch noch ein Video. Und Brockenfrühstück bin ich erstmal nicht dabei, weil ich habe größtenteils alle Cash, die es da gibt, und nur für ein Event den Brocken hochlaufen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Vielen Dank für den Brief und schöne Grüße an Modderlieschen und Vize 99. Nächster. Wir haben nämlich die ganze Post von 2019 hier. Genau. Die sie angestaut hat. Hier haben wir eine Postkarte von den Köln-Nitzer Fischerstuben und viele Grüße von die einzige Elfe. Einzige Elfe? Die einzige Elfe. Elfe. Na, so heißt die Frau, die ihr Kescher-Name ist. So. Gröten Ult Diffziel. Moin. Vor einigen Monaten habe ich die Vlogs gefunden. War ich erstaunt, in der Umgebung von Giga heute diese Dose zu finden, während meine 12 Cache-Typen in einem Tag. Inklusive Lab-Caches. Also hier hat jemand die 12 Cache-Typen an einem Tag gemacht. Und die Letterbox ist da natürlich hilfreich. Jedenfalls danke für den Geospaß von Farkas. Yes, vielen yes. Dank, Farkas, für deinen Brief. Ich werde, wenn ich dran denke, mal googeln und das nachher dann übersetzen, was das hier genau heißt. Yes. Grüße aus Bad Robach. Viele Grüße aus Oberfranken senden wir dir über deine Letterbox. Danke für die vielen tollen YouTube-Folgen. Mach weiter so. Vielleicht sehen wir uns auf dem Giga in Berlin. Stefan, Kersten und Linda. Könnte sein, dass wir uns getroffen haben. Ich habe ein beschissenes Namensgedächtnis. Ich kann mir den Namen nicht merken. Wer bist du? Kann ich mir auch nicht merken. Auf dem Event echt also viele tolle Leute. Ich rede gerade, du sollst mich nicht immer unterbrechen. Auf dem Event habe ich viele tolle Leute getroffen. Auch, was mich verwundert hat, auch Kinder. Also anscheinend sind wirklich Kinder in deinem Alter ganz große Geobastards-Fans, obwohl ich so oft schlimme Wörter sage und das dürfen Kinder eigentlich nicht hören. Oder zumindest nicht sagen. Scheiße darf man nicht sagen, Arsch darf man nicht sagen. Also ich darf das sagen, ich bin schon groß. Arschloch darf man auch nicht sagen. Genau. Schöne Grüße an Stefan, Kerstin und Linda nach Oberfranken aus Bad Rotdach. Oder drei. Drei noch. Welchen nehmen wir zuerst? Den da. Den da? Ein Trupplis. Ah gut, okay. Ja, hier, wie Nell schon sagt, hier trinkt jemand. Da steht No Waving But Drawing. Vom 2.6.1901. Da gab es ja die Letterbox noch. Heute vor 58 Jahren war mein erstes Erscheinen. Heute nun auf Cash-Tour. Liebe Grüße, Freizeit-Tina. Tina heißt meine Mutter. Ja, ich weiß, aber es gibt noch andere Leute, die Tina heißen. Also, schöne Grüße an Freizeit-Tina und alles Gute, sehr verspätet nachträglich zum Geburtstag am 2.6. Vielen Dank, wir machen weiter. Ich heiße nicht Tinkerbell. Ja. Hier haben wir Post aus einer ganz schönen Gegend, da möchte ich auch unbedingt mal hin. Das ist nämlich das Elbsandsteingebirge. Hey, Geobastards, schon oft gesehen, viel zu lachen gehabt und mindestens immer gut unterhalten gefühlt. Das ist Sinn der Sache. Mag ich hiermit beste Grüße senden aus der Landeshauptstadt Sachsens. Was ist denn die Landeshauptstadt von Sachsen? Dresden oder Leipzig? Delfine. Delfine. Delfine sind die Landeshauptstadt. So,
machen wir einfach Gusche zu jetzt. Ja, und aus dem Elbsandsteingebirge. Da wäre ich auf jeden Fall auch mal hochgekommen. Ich sehe nur einen Adler. Ja, das ist eine schöne Gegend. Die Grüße kommen übrigens von der Luchsbande. Jörg AK, der HTMLer. Luchsbande. Ja. Schöne Grüße an Jörg und seine Luchsbande. Nächster. Wir haben ganz schön viele Briefe. Nein, das waren die ganzen Briefe, die ganze letzte Jahr gekommen sind. Oh, guck mal. Ein Album. Das ist doch was für dich. Unicorn ist ein englisches Wort für Unicorn. Ah, richtig, genau. Hallo, lieber Olli. Wir schauen immer ganz fleißig deinen Kanal. Unsere Tochter ist im gleichen Alter wie Nell und ein großer Fan von euch beiden. Oh, siehst du, du hast auch einen Fan. Ha. Ah. Ganz liebe Grüße senden dir Onkel Bibi. Siehst du? Ja. Schöne Grüße zurück an Onkel Bibi und den kleinen Fan von Nell. Onkel. Nee, Onkel mit U. Mit U war jetzt geschrieben. Onkel. Onkel. So, jetzt runter von meinem Schoß. Nein. Verflucht doch mal, jetzt ist es doch wieder zu lang geworden. Also nicht vergessen, nach dem Cachen bleibt vor dem Cachen.